Also, ich bin natürlich dankbar, dass ich in Linz sein darf. Und das sagt man immer, wenn man eingeladen ist. Was weniger selbstverständlich ist, ist, dass ich es sehr aufregend finde, in Linz zu sein. Nicht nur aufregend, also ganz wortwörtlich zum sich die Fingernägel abbeißen, aufregend. Oder um von einem Bein aufs andere zu treten, vor lauter Aufregung. Warum? Das spielt jetzt auf etwas an, was ein paar Mal gesagt worden ist. Weil Linz klein genug ist, weil Linz klein genug ist, dass hier sich wirklich was verändern kann. Das wurde auch schon von Professor Gordy angesprochen. Und ja, ich bin unterwegs sehr viel und werde in ganz kurzer Zeit, in weniger als einer Woche, in Johannesburg sein. Und ich arbeite auch in Bombay, in Tokio, in Moskau und so weiter und so weiter, in Rio. Aber das ist viel deprimierender dort zu sein, viel weniger aufregend. Man hat viel mehr das Gefühl, ja, vielleicht. Dort was zu verändern, ist wirklich schwer. Und in Linz ist das ganz anders. In Linz hat man das Gefühl, da sind schon viele Dinge vorhanden, da sind schon eine Vielfalt von Ansätzen, die sich regeln. Und in Linz, in verhältnismäßig kurzer Zeit, könnte etwas entstehen, das ich jetzt, um mal den Ball nach vorn zu werfen, also es könnte in Linz ein Modell für die Zukunft entstehen. Ein Modell, zu dem unter Umständen von all den Städten, die ich erwähnt habe, Flieger hierher kommen mit vielen Besuchern und die sich hier sozusagen das anschauen und dann die Frage stellen, wie habt ihr das gemacht? Und dann unter Umständen trifft man sich in diesem Raum, in diesem unglaublichen Ausblick und erklärt, wie man das gleich sitzt hier oben aus vielen Gründen, aber einer ist der Ausdruck. Ich möchte da etwas sagen, was wir auch schon Professor Gordon und ich im Flüsterton gesagt haben. Also ich finde, das Wort Krise ist ein schrecklicher Misnomer. Also es ist falsch, das falsche Wort. Krise hat zu tun mit Diphtherie. Also eine Nacht, in der man schwitzt und dann ist es wieder okay. Und dann wird man wieder gesund. Und Krise bedeutet, es geht vorbei und dann ist es wieder so, wie es vorher war. Und vielleicht ist nichts so falsch, als wie vorher schon. Und um wenigstens einigermaßen ein richtiges Bild zu haben, würde ich sagen, was wir jetzt erleben, ist das Ende von etwas Altem und der Anfang von etwas Neuem. Anders ausgedrückt, aber ganz ähnlich, das ist das Ende einer Epoche und ist der Anfang einer grundanderen Epoche, eine grundsätzlich andere Epoche entwickelt sich jetzt. Und ganz nebenbei gesagt, Obama wäre natürlich einfach nicht denkbar, wenn das nicht ganz die Stimmung ist, in der, und ich komme jetzt gerade von Detroit vor. Und man kann natürlich auch deutlich sehen, dass es in manchen schwieriger wird, dass es so etwas gibt wie eine Talfahrt. Aber ich sehe das mehr als eine Talfahrt, die direkt zu einem Entweder-Oder führt. Und das Entweder-Oder hat auch bei der Gründung des ersten Zentrums für neue Arbeit eine ganz zentrale Rolle gespielt. Und der Satz, der über dem Zentrum für neue Arbeit stand, war, die neuen Technologien sind über uns wie eine Riesenwoge. Wenn wir stillstehen, dann wird uns diese Woge ersäufen. Und wenn wir es mit Fantasie und Intelligenz machen, dann können wir diese Woge reiten. Und sie wird uns höher heben als
wie er je zuvor war. Jetzt möchte ich noch zwei oder drei Sätze sagen, bevor ich eigentlich weiterfahre. Also woran mir sehr viel liegt, ist das, was hier jetzt angefangen wird und was feierlich und schön ist und voller Aufregung bis zum Herzklopfen, dass sozusagen das nicht so wird, dass morgen nur noch ein blauer Dunst übrig geblieben ist. Dass da ein blauer Dunst über Linz schwebt und ja, sondern im Gegenteil, dass wir bei einer Geburt dabei sind und dass jetzt etwas anfängt, das unter Umständen bleibt und das sich weiterentwickelt. Und ich werde darauf noch zurückkommen. Das Thema könnte für mich gar nicht gelegener sein, aber ich muss dazu auch noch ein bisschen was sagen. Also, das Thema auf den Punkt gebracht ist, wie kann man die begabtesten Menschen weltweit nicht nur nach Linz bringen, das wäre schon einmal nicht zu reichen, aber es dazu zu bringen, dass sie sich in Linz auch wohlfühlen. Und das ist, so wie ich sehe, die Aufgabe. Und was ich mir ausgedacht habe, ist ein paar ganz einfach konkrete Vorschläge zu machen. Vorschläge, die zum Teil klein sind, die aber den Vorteil haben, dass sie konkret sind und umsetzbar sind. Und ich gestehe ein, vielleicht tue ich das, weil es ist ja nur eine Tatsache, ich bin Professor noch dazu der Philosophie, also versuche ich wahrscheinlich das irgendwie da nicht wettzumachen, dass ich es nicht abstrakt bin, sondern sehr konkret und eben konkret unter Umständen auch etwas bleibt. Aber um da jetzt nicht den falschen Eindruck zu erwähnen, also das, woran ich arbeite, hat nicht nur mit den weltweit Begabtesten zu tun. Also ich arbeite sehr viel in Slums, besonders in Afrika, auch in Detroit. Ich arbeite sehr, sehr viel mit dem, was man manchmal schwierige junge Menschen nennt, die sehr farbig sich tätowieren und die im Knast waren und wieder raus aus dem Knast kommen. Ich habe natürlich sehr viel auf Betriebe beraten. Ich habe mich sehr bemüht, 20 Jahre lang das zu verhüten, was bei General Motors jetzt eingetreten ist. Und ich werde unter anderem auch die Vorschläge erzählen, die General Motors nicht angenommen hat. Aber es dreht sich um verhältnismäßig machbare, umsetzbare, in Linz realisierbare, hier im Unternehmen einführbare Vorschläge. Ich fange an mit einem, der auch etwas mit dem Sitzen zu tun hat. Es gibt bei Google, und ich habe in Stanford unterrichtet in den späten 70er und 80er Jahren, und das war zu der Zeit, wo die Computerindustrie sozusagen gerade sich gemäusert hat und aus den wissenschaftlichen Büros sind die Computer zum ersten Mal in das jetzt legendär gewordene Silicon Valley gewandert. Und natürlich kannte ich die Leute, die jetzt sehr berühmt geworden sind. Einige von denen waren natürlich in meinen Vorlesungen über damals schon die neue Arbeit. Und etwas, aber das ist jetzt, also ich nehme dafür nicht die Verantwortung, ich erzähle das einfach. Etwas, das sich bei Google sehr bewährt hat, ist etwas, das sie nennen Authors by Google.